Badi, 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 badi. Okay, okay. Sie ist fertig. Wir haben es tatsächlich hinbekommen. Das ging jetzt aber schnell, dass sie sich angezogen ist. Oh, ich hab so einen Hunger. Na los, wenn du dich dann ein kleines bisschen beeilen würdest, würden wir denn hier oben zum Semmerfest gehen. Da wollten wir ja hin. Und vor allem gibt es da ja auch Champignons, die du gerne essen kannst, wenn du möchtest. Also wenn du Hunger hast, heißt das. Na, wo fährst du da in dein Taxi? Mit wem? Diesmal fahren wir mit einer Frau. Überall ist es gekennzeichnet. Von wegen Sommerfest hier bei den Sims. Ja. Ein Grußkartenfoto machen? Nö. Einen Verkaufsstand Essen kaufen? Nö. Feuerwerkskörper anzünden? Okay, das könnten wir vielleicht machen. Sie ist ja jetzt hier auf dem Weg, ein bisschen ein Champignon zu essen. Mmh, nam nam nam. Großer Champignon. Mmh, das war aber lecker. So, wir sammeln dann das eine kleine Teil da noch ein, schauen vielleicht, ob wir anderswo vielleicht einen Champignon finden. Oh, eine Fee, schaut mal. Ist ja auch geil, ey. So, okay, hier haben wir einen weiteren Pilz. Was bist du, einer? Ach, du warst so ein Stein, nee, so ein Scheinwerferpilz. Jetzt haben wir es da, ja. Auch ein komischer Pilz, oder? Oder was meint ihr? Steinschweinwerferpilzgedöns irgendwie so. Ja, okay, ne, das passt ja dann halt schon. Aber echt lustig. Komischer Pilz. So, ja, gut. Das war eine kleine kurze Unterbrechung. Es tut mir so leid. Mal gucken. Wir waren auf jeden Fall jetzt weiter da gewesen. Wir gucken mal, hier waren irgendwo Feuerwerkskörper. Zünden wir mal nebenbei an und ich habe eigentlich die Hoffnung, dass wir vielleicht hier irgendwie Hamburger essen. Wir werden jetzt hier erstmal uns ein bisschen darum kümmern, dass sie halt mit dem Hunger ein bisschen aufsteigt. Geh zur Kartenübersicht, wenn du eine bessere Sicht auf das Feuerwerk haben möchtest. Ja, okay, es ist halt noch hell, ne? So viel. Ah, doch, trotzdem relativ. Oh, eine Schneeflocke. Da war die Schneeflocke gewesen. So, okay, wir essen den Hamburger, der da jetzt einfach so steht. Na gut, ne? Wenn wir Hunger haben, haben wir halt Hunger. Ach, so ein Hotdog-Wettessen? Oh Gott, na, hoffentlich wird euch nicht schlecht hier bei mir, Lieben. Ja, das ist doch hier unser... Wer bist du denn? Dieser Bunch, du bist Alonso und den lieben Zitlon 3. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Oh Gott, muss er spucken? Oder wo willst du hin? Oh, da hinten ist eine Katze. Ich will nach da hinten kommen. Wir lassen mal Niki eine Runde alleine. Wo sind die jetzt hin verschwunden? Da, schaut mal. Oder bist du ein Waschbär? Ach, du bist ein Waschbär. Lol, das muss mir auch mal jemand erzählen. Ich dachte, das wäre eine Katze. So, wir müssen mal gucken. Es ist 14 Uhr. Wir müssen eine Stunde müssen wir zur Arbeit. Die lernen gerade eine Bekannte kennen. Was ist das denn hier? Müll? Andi, das ist hier Käfer. Fun. Könnten wir Blumen natürlich mitnehmen. Harndrang und so passt eigentlich auch, genauso wie Energie. Wo sind wir denn jetzt? Warum ist dir denn schlecht? Übelkeit. Niki fühlt sich nicht so gut. Sie sollte in der Nähe eines Badezimmers bleiben, weil Sim Fleisch gegessen hat. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Ich habe sie ja eingestellt gehabt. Hier ist ja nämlich Vegetarierin. Okay, so gehst du zu deinem Job? Really? Es scheint wohl ein nobles Restaurant, wollte ich gerade noch zu sein. Bücherausweis-Teil zu sein. Ja, okay, gut. Wir gehen jetzt erstmal hier weiterhin zu der Arbeit. Können uns vielleicht mal ein paar Gedanken drum machen, ob wir uns... gute Frage, was wir machen. Können ja hier die Leute hier Fußball zugucken. Bist ja hier irgendwie ganz alleine. Toll, da wollen wir mal gerade den Jungs ein kleines bisschen zuschauen, was sie da alles so treiben. Wo was ist, hauen die einfach ab. Kleines Mädchen. Ich fix das einfach mal. Okay, jetzt sind wir bald schon wieder durch. Ah, schaut mal. Es ist jetzt 18 Uhr, gleich 19. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Hier ist ja die Feenlady.
Wow. Viel, viel Geld verdient haben wir jetzt nicht tatsächlich. Ich hätte ja auch irgendwie mit mehr gerechnet, aber wir haben jetzt erstmal Glück, befördert werden. Lose sammeln. Na, wer weiß, vielleicht können wir ja dadurch ein bisschen was gewinnen. Ein Feuerwerk extra war ganz dafür. Na, nicht unbedingt. Hier, glaube ich, können wir Lose kaufen, oder? Jetzt haben wir noch genau Schach spielen, Feuerwerk und nur Schach spielen. Kontakt zu übernatürlichen Wesen knüpfen. Das können wir ja tatsächlich vielleicht machen. Wir müssten ja eigentlich vom Bücherladen bis hier, ist es gar nicht so viel. Und wir begrüßen Sie mal. Und ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht gesehen habt. Eine Niki Schlau. Hallöchen, liebe Niki. Sie ist eine Fee. Vielleicht kann sie uns ja auch Wünsche erfüllen. Oh mein Gott, was war das denn gerade? Ja, oh, ich habe meinen Hals verrenkt. Du hast dein Armband herumfliegen. Our only love was twin. Zurück. Was möchten wir denn mit der lieben Niki? Gewinne Niki als Freundin. Oh, okay, das fand sie anscheinend gerade nicht so lustig. Freundlich entschuldigen natürlich. Niki hält Niki für langweilig. Was? Charismatisch. Kompliment über Aussehen machen. Weil ich finde sie ja doch schon relativ schön, ne? Muss man ja sagen. Ach, deswegen ist das hier so laut, weil wir direkt natürlich die Boxer sind. Lautstärke ändern auf niedrig. Roll Schlittschuh laufen. Wir wollen aber doch noch hier mit dir Karis, weiß ich nicht, dir eine lustige Geschichte erzählen. Geh doch nicht weg. Ich weiß sowieso gar nicht, woher sie jetzt hier bitte schön ihren Anzug hat. Der ist ja voll angeberisch irgendwie. Lustig. Lustige Geschichte erzählen. Komm, wer meine Freundin? Ich möchte es doch so sehr. Speziell charismatisch kennenlernen. Warum denn langweilig? Du kennst mich doch noch gar nicht richtig. Mal gucken. Vielleicht hält sie ja irgendwie was vom Tierchen. Oh, voll viel Geld verdiene ich. Ne, Arbeit und so. Sternzeichen von Niki herausfinden. Okay, mal gucken, vielleicht finden wir das ja heraus von ihr. Speziell, charismatisch. Ah, schaut mal an, Niki hat folgendes Merkmal in Erfahrung gebracht. Niki ist charismatisch. Also auch. Natürlich weiter kennen. Warum denn langweilig? Warum findest du mich denn langweilig? Hier, Computer. Wir reden mal über Computer. Mal sehen, was sie davon hält. Willst du erzählen? Vielleicht findet sie mich ja dann lustig, speziell. Wir können ja nochmal über Computer reden. Wenn nicht, mache ich das natürlich gleich immer weg. Wäre erfolgreich, wenn wir sie jetzt vorankriegen. Jetzt haben wir natürlich wieder ein paar mehr Punkte. Das Gute ist, dadurch, dass wir erst nachmittags anfangen müssen zu arbeiten, können wir abends eigentlich relativ lange wach bleiben. Mal gucken, Kompliment über den Charakter machen. Und speziell charismatisch. Wo waren das jetzt eben gewesen? Nach den Sternzeichen fragen. Niki hat folgendes Merkmal in Erfahrung gebracht. Niki ist ein Computerfreak. Yay, genauso wie wir. Kennenlernen auf jeden Fall nochmal. Oh, die ist auch schwer zu beeindrucken. Deswegen halte ich mich auch im echten Leben meistens irgendwie an Kerle. Weiß ich nicht, mit denen ist einfacher umzugehen als mit Frauen. Charismatisch, lustige Geschichte erzählen, plaudern, einmal Spruch, dramatische Geschichte. Wir erzählen eine dramatische Geschichte, die wir uns jetzt einfach mal ausdenken, weil wie in Geschichte und uns ja noch nicht so wirklich Dolles passiert hier. Komm, rede mit mir. Ja. Du bist aber hübsch. Ja. Oh Gott. Lol, nein. Mach hier nicht einen auf. Ich weiß nicht, was du da gerade vorhattest zu machen. Nee. Für Kokett. Ja, das kommt mir nicht dabei raus. Sie ist aber drauf eingegangen.
Oh, ja, Musik, ne, das ist voll so. Um, Verbe- um was? Um Verabredung bitten? Nein. Wollen wir nicht? Um Feenstaub bitten. Was können wir denn mit Feenstaub machen? Oh, schaut mal, liebe Niki ist freundlich. Schätz Buch kritisieren, plaudern, Karrierefragen kennenlernen, fantastisches Buch loben. Anscheinend ist sie Schriftstellerin, würde ich mal sagen. Ihre Flügel finde ich echt richtig nice gemacht. Ne? Mal gucken. Ein Schnellkörper anzünden. Ein Objekt kaufen. Schau, als hätt ich so viel Geld. Ehrlich, das können wir gleich sein lassen. Wir haben immer noch, glaube ich, keine Fähigkeiten. Nee, leider nicht. Okay, langweilig. Speziell charismatisch. Ich hab's jetzt hier. Mach mal ein Kompliment, mal gucken, ob sie drauf einsteigt. Wir könnten ja romantisch flirten mit ihr. Das tun wir jetzt aber mal nicht. Lustige Geschichte. Ich glaube, darauf steht sie nicht so wirklich. Freundlich. Plaudern. Ne, mal gucken. Ah, schau mal an, die liebe Niki ist natürlich auch noch taubaschig. Komm, ich möchte doch dein Freund werden. Steinschere Papier spielen, vielleicht hätte sie ja Bock darauf, mal gucken. Plaudern auf jeden Fall. Und ich denke jetzt mal ernsthaft, jede Frau ratschen doch gerne. Also dann dürfte sie mich jetzt hier nicht mehr für langweilig halten. Aber okay, ich habe jetzt auch noch nicht so viel erreicht in meinem Leben. Mal gucken, was damit dann noch so passiert. Yargla, Yuzuni, Hub, Ripta, Trasorngia, Vevni. Ah, Nachtasna. Okay, sie scheint mich auf jeden Fall jetzt gerade zu verstehen. Das ist doch schon mal etwas Gutes. Ah, schnell schnell auf Papier. Na, wer gewinnt? Gleichstand. Und nochmal. Wieder Gleichstand. Ja! Sie freut sich jetzt. Sie hat gewonnen. Na, mal gucken. Wieder Gleichstand. Ich glaube, wir denken das Gleiche. Ciao. Na, wer gewinnt? Ah, okay. So, jetzt haben wir gewonnen. Das findet sie doch relativ gut. Magoli, bitte. Das nicht. Zilda, Ashi, Ma, Lagi, Oblaka, Napiatani. Ja, mal gucken, was wir jetzt noch. Ah, schaut mal hier. Niki hält mich auf jeden Fall jetzt schon mal für sozial. Wie spät ist denn das? Es ist schon okay. Es ist schon ein bisschen spät. Meine Energie ist auch dementsprechend. Mal gucken, was wir machen können. Wir könnten ja vielleicht noch ein bisschen plaudern. Also vielleicht doch noch unsere Freundin wird mit viel Glück, wenn wir halt Glück haben. Wir könnten sie ja eigentlich, ja bloß wenn ich schlafe, glaube ich, ist das natürlich auch schön, aber wir können sie ja trotzdem mit nach Hause einladen, wenn sie Lust hat. Mal sehen, was wir da vielleicht dann hinkriegen. Sind wir in einer besseren Umgebung, würde ich mal behaupten jetzt einfach. Und yay! Sie ist unsere Freundin! Interessieren würde, ist einfach, was ich so mit Feenstaub anfangen kann. Das ist jetzt natürlich so diese Geschichte, da kann ich jetzt wirklich gar nichts zu sagen, aber es sieht gut aus, sie kommt mit uns mit nach Hause, das hört sich auch geil an. Yay! Eine gute Freundschaft, wir brauchen eine Mädchenfreundschaft. Warum fliegen wir nicht mit ihr?